Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanner quält sich. Und heute ist The Page Master dran. Ein Wunsch vom lieben Boris an dieser Stelle. Viele, viele liebe Grüße an dich. Und er hat sich das Spiel gewünscht und meinte, ey, das habe ich als Kind voll abgefeiert. Das fand ich voll super. Ich habe allerdings mal ganz kurz reingespielt für meiner Gameboy-Jahresrückblicke. Und mein erster Eindruck war eher genau das Gegenteil davon. Und deswegen, ich will mich das mal etwas länger jetzt mal anschauen, mal gucken, welche Meinung wirklich stimmt. Ich habe so ein bisschen ganz grob die Befürchtung, dass meine Meinung da etwas eher zutreffend ist und Boris deine eher so ein bisschen Kindheitsverschönerung, Nostalgie ist. Aber vielleicht, wir werden es mal sehen. The Page Master war auf jeden Fall ein Kinofilm, wenn ich das richtig im Kopf habe damals, ein Kinderfilm. Ich habe ihn persönlich noch nie geguckt. Ich weiß nicht, ob mir was dabei entgangen ist oder nicht, aber macht jetzt auch nichts zur Sache. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal ins Spiel rein und da klapp ich gegen mein Mikrofon. Ich habe jetzt hier natürlich meinen wunderbaren Custom Gameboy zum Spielen. Herrlich. Feiere ich sehr stark ab, mit dem Ding hier auch jetzt mal agieren zu dürfen. Und ich würde sagen, das Menü, das präsentiert sich schon mal relativ dröge. Und wir sind in der Horrorwelt. Ich muss, glaube ich, hier mal ein bisschen bei mir Lautstärke hochdrehen. Ihr hört es, okay. Top-Grafik. 10 von 10 Sternen erstmal. Mal gucken, wir sind nicht auf irgendeiner Karte. Okay, es ist immerhin schön, The Page Master, ich nehme an, das wird irgendwas mit Büchern zu tun haben. Dass diese Level-Auswahl-Screens hier so ein bisschen wie Bücher aufgemacht sind. Okay, und ich kann ja wie in Super Mario World oder ähnliches anscheinend meine Level aussuchen. Ich kann nach oben oder nach unten gehen. Ich nehme mir einfach mal das unten. Oh. Okay, von der Animation her ist es schön. Aber, Alter. Das fühlt sich an, als ob ihr auf Eis laufen würdet. Okay. Ich darf also nicht in den Abgrund fallen. Okay, 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 okay. Seht ihr, wie er da rutscht? Ne? Ich gehe nur 2 Schritte zur Seite. Wie enorm der da zur Seite rutscht. Okay, ich darf hier nicht in den Abgrund fallen anscheinend. Deswegen muss ich mich hier eher vorsichtig bewegen. Ist aber auch eigentlich blöd, ne? Dass das, nur weil der Bildschirm noch nicht so weit ist, heißt es ja trotzdem, dass da eine Plattform ist. Okay, ich kann hier anscheinend so durchlaufen. Toll. Ein fliegendes Buch und eine Fledermaus haben mich gerade erschlagen. Aber diese Steuerung. Guckt euch das doch mal an. Guckt doch mal, wie der schlittert. Was ist denn das für ein Junge? Hat er irgendwie, sind seine Schuhe zu sehr abgelaufen oder was ist da los? Boris, erklär mir das mal. Hä? Übrigens, falls ihr auch einen Wunsch habt, ne, für die Serie, egal ob 8 oder 16 Bit, haut einfach mal raus. Ich habe eine Liste, ich schreibe mir das immer gerne auf. Also entweder könnt ihr gerne. Okay. Da bin ich jetzt zurückgegangen. Habe ich denn irgendeine Attacke? Also Game Boy Super Nintendo, Game Boy Advance hatte ich letztens, Game Boy Color. Immer her damit mit Vorschlägen. Die Spiele müssen halt nicht unbedingt schlecht sein. Sie können auch einfach nur super hart sein. Das sammle ich auch immer ganz gerne. Da kommt ja in unregelmäßigen Abständen ein Quetzi-Special von mir, wo ich dann auch mal harte Spiele angehe, die nicht unbedingt schlecht sind, aber weil ich ja so eine kleine Mimi bin. Okay, ich kann jetzt einen wie Mario draufspringen. Das war jetzt für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so überlogisch. Aber, okay gut, das sind natürlich jetzt Sachen, die man jetzt jahrelang eingeübt hat. Oh, ansonsten, ja, Steuerung, ne, die schlittern, ich mag das in keinem Spiel. Ich mag dieses Mario-Vorgehen, dass man auch wirklich den. Guckt euch das mal an. Ich wollte gar nicht so. Also, die Steuerung, die ist einfach so schnell. Ihr drückt nur ganz kurz auf Steuerkreuz und schon flitzt dieser Kerl lang, als ob es keinen Morgen geben würde. Ich verstehe es nicht. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch und dann gucken wir uns mal das andere Level an, würde ich mal sagen. Ich verstehe es nicht. Also, technisch okay, ne? Animationen sehen durchaus vernünftig aus, würde ich sagen. Da gibt es jetzt nichts zu meckern. Musik ist halt so typisches Gameboy-Gedudel. Wie gesagt, filmtechnisch, ob da dieses Level hier Sinn macht, kann ich nicht sagen.
Und ich bin schon wieder tot. Also dafür, dass das Spiel wahrscheinlich auch für Kinder sein soll, ne? Ist das etwas nicht gerade. Okay. Okay, jetzt ist ein Jump'n'Run-Level. Guckt euch doch mal, wie schnell der läuft. Es ist ja quasi bei Mario dauerlaufmäßig, ob ihr den Knopf jetzt dauernd gedrückt hättet. Und dann kommt ihr halt immer wieder in solchen Situationen gleich am Anfang, wo ihr irgendwelche Abhänge runterrutscht, wo eure Bewegungsfreiheit denn noch eingeschränkter ist. Weiß ich nicht. Nee. Wer kam auf die, dass ein Treffer und Tod eine gute Idee ist? Jetzt ohne Witz. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Wie immer, ich stelle mich blöd an. Ich spiele das Spiel hier zum ersten Mal. Wie gesagt, damals für diesen Gameboy-Jahresrückblick hat es mir eigentlich wirklich gereicht, da 10 Minuten reinzuspielen. Ich verstehe halt diese Steuerung nicht. Ne, egal, ob ihr hier. Ich drücke hier jetzt keinen Laufknopf oder sowas. Ne, hier. Ich weiß, ob ihr das sehen könnt. Ich zeige euch das mal hier. Und gleich schlittert der so. Eigentlich müsst ihr immer so leicht drauf gedrückt spielen. Also, ich hab nie irgendwie das Gefühl. Oh, ist wieder dran gekommen, dass ich hier irgendwie die großartige Kontrolle habe. Und gerade das ist ja bei einem Jump'n'Run-Titel ein bisschen bescheuert. Also, Grundaufmachung, keine Ahnung, kann ich nicht zu sagen, aber das sieht ganz solide aus, sage ich mal. An dieser Steuerung, an die kann man sich vielleicht gewöhnen, ich weiß es nicht, aber. Wer kam auf die Idee, hier so eine schwammige Steuerung irgendwie einzubauen? Die ist einfach scheiße. Das macht halt so keinen Spaß, ne? Dann hat man hier bewegende Plattform und alles. Aber die Steuerung ist so unpräzise. Das ist wirklich hier so der Prototyp des Steuerungsscheiße, ne? Ein bisschen hier und da kleine Stellschrauben. Bisschen das Schlittern irgendwie entschärfen. Bisschen. Ich weiß, es gibt viele, viele Spiele, wo ja super. Ich habe nur ganz kurz auf Steuerkreuz gedrückt. Nur ganz kurz. Und schon springt er runter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wem das in irgendeiner Weise Spaß machen soll. Vor allem keine Kinder. Also, ich würde auch sagen, ich lasse es jetzt, bevor wir jetzt nochmal hier dasselbe starten. Also grundsätzlich. Lieber Boris, vielleicht hast du dich einfach auch damals an diese Steuerung gewöhnt. Wenn, ne, mein Hut dafür ab. Aber das Spiel, nein, ist nicht meins. Ist nicht meins, wenn du Spaß hattest. Schön, aber ich glaube nicht für die Massen, ehrlich gesagt. Aber danke, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Tschüss.